Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frasterns Aktuell. Freuen Sie sich auch diese Woche wieder auf interessante Beiträge aus unserer Marktgemeinde sowie aktuelle Ausblicke auf kommende Termine. Die Erntedankfeier mit der bunt geschmückten Erntekrone in der Pfarrkirche und das anschließende Hoffest bei Familie Tschabrunn fand auch heuer großen Anklang. Die Jungmusik Frasterns und die Band Partyfeuer sorgten für beste Unterhaltung. Beliebt waren auch die erstmals angebotenen Kutschenfahrten, das Kinderschminken und das Ponystreicheln. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei g'si. Herzlich willkommen bei Drei Schwestern TV. Heute sind wir hier auf dem Hoffest von der Familie Tschabrunn. Und eben war noch der Erntedankgottesdienst. Und neben mir ist die Helga. Sie wird einmal das Programm heute etwas erzählen. Zuerst einmal allen ein herzliches Grüß Gott bei uns auf dem Hof. Es ist jedes Jahr wirklich ein schönes Festle, wo wir die ganze Bevölkerung einladen zu uns auf dem Hof, zum ein bisschen mitfesten. Weil Erntedank ist doch wirklich etwas Schönes und für Bauern sowieso ganz etwas Wichtiges in meinen Augen. Weil wir schaffen das ganze Jahr mit der Schöpfung und dafür im Herbst Danke sagen, das ist uns ein ganz großes Anliegen. Und wir machen das immer mit unserem Hoffest. Wir verbinden das mit der schönen Erntedankmesse, wo immer ein schönes Miteinander ist. Zuerst hat uns unsere Gemeindegärtnerin macht eine wunderschöne Erntekrone, wo wir oft immer herzlich Danke sagen. Sie bemüht sich wirklich sehr und es gibt wirklich viel Arbeit, also Erntekrone zum Herstellen. Und unser Trachtenverein dort immer die Erntekrone bei der Messe für die Träger. Ist auch immer ganz ein schöner Moment, ein festlicher Moment. Und anschließend ist die schöne Messe. Und nach der Messe ist unser Hoffest. Dort hat uns Guckermusik freundlicherweise Bewirtung machen. Die Jungmusikanten sind mit voller Eifer dabei, um uns schöne Musik zu machen. Und am Nachmittag, da spielt der Herbert Egli mit ihrer Gruppe Partyfeuer. Und das ist immer ein ganz schönes Miteinander und ein schönes gelungenes Fest. Und hier bei dem herrlichen Wetter ist natürlich, ist natürlich herrlich. Da kann man nicht anders sagen, als wir, es passt einfach alles. Ja, wunderschön, ja, genau. Hier ist auch Premiere, die Kutschenfahrt ist noch dabei. Ja, genau. Unsere jüngsten Mädels, die Zwillinge, die Claudia und Daniela, die dann hier die Kutschenfahrt anbieten. Sie haben letzten Winter den Kutschenschein erworben und sind mit voller Freude und mit voller Elan mit dem Pferd dran. Das sind zwei Norikerstuten. Und unsere Norikerstuten, das sind die Lotte und die Flocke. Das sind zwei ganz brave Noriker. Und die meine Mädels bieten das an, eben, dass man mit der Kutsche ein bisschen mitfahren kann. Und einfach der Fraster so ein bisschen. Ja. Thank you.
ist hier mit der Ernte gsi, weil doch jetzt so ein trockenes Jahr war? Ja, also es ist überraschend gut. Für das, dass wirklich so ein trockener Sommer war, ist die Ernte gut ausgefallen. Die Kartoffeln haben eine wunderschöne Größe. Und letztes Jahr haben wir aber leider das Problem gehabt, wir haben viel Grüne gehabt, weil durch den Regen hat die Kartoffel dem abgeschwemmt. Und dann sind die Grumpierer an die Sonne raufgekommen und dann hat es dadurch viel Grüne gegeben. Und das Problem haben wir heuer Gott sei Dank nicht. Also sie haben wirklich eine schöne Größe, überraschend schön und schauen ganz gesund aus und mal müssten ein gutes Aroma haben, auch wieder hören. Ja, hier in Helgas Lädele kann man immer reinschauen, da, wenn man Kartoffeln oder ähnliches oder auch einen Käse sucht. Jawohl, wir haben dreimal in der Woche haben wir Selflädele offen und das ist schon über 20 Jahre. Und wir bieten verschiedene Käse an, verschiedene Aufstriche und Gemüse je nach Saison. Jetzt haben wir noch wunderschöne Tomaten da, die jetzt noch schön ausreifen bei dieser herrlichen Sonne noch. Und na, wie gesagt, es ist immer jederzeit herzlich willkommen. Wir haben am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag geöffnet, vom 9. bis am 11. Mhm. Ja, danke, freuen wir uns auf ein schönes Festchen. Gut, jawohl, vielen Dank. In der Hühnerstall oder in die Heuschen singt die Nachtigall Hollerili-Hollerili. Und im Kämmerlein Hollerili-Heuschen fällt der Morgenschein vor die Uhr. Dürfen euch hier nicht schunkeln. Besucher und Bewohner des Wallgaus werden seit kurzem mit neuen Willkommenstafeln begrüßt. Eine solche ist auch am Ortseingang von Frastanz aufgestellt. Die Schilder sollen das Gemeinschaftsgefühl stärken und auf die Kooperation der 14 Wallgau-Gemeinden hinweisen. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Freitag, dem 12. Oktober um 19.30 Uhr startet wieder die beliebte Reihe Kino vor Ort. Die französische Komödie Ein Dorf sieht schwarz setzt sich auf amüsante Art mit dem Thema Immigration und Toleranz auseinander. Am Freitag, dem 19. Oktober um 19.30 Uhr findet im Haus der Begegnung ein spannender Reisevortrag statt. 1001 Eindrücke von Marokko ist ein Reisebericht von Sarah Schöller, Sebastian Wiederin, Ronald Beller, Gerlinde Wiederin und Abderrahim Kakar und führt auf eine Reise in die Königsstädte bis ins Landesinnere und bis in die Wüste von Marokko. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Bereits zum 15. Mal hat Gemeindearchivar Thomas Welte einen Kalender mit Motiven aus vergangenen Zeiten der Mack-Gemeinde zusammengestellt. Wir haben den Kalender Frastanz in alten Ansichten angeschaut und mit dem Gemeindearchivar gesprochen.
Freistand sind alte Ansichten, das ist schon ein bekannter Titel in unserem Dorf. Das, was ich da in der Hand habe, ist die 15. Auflage vom Kalender. Freistand sind alte Ansichten. Ich habe im Jahr 2004 damit begonnen, angefangen, so Kalender rauszugehen. Damals habe ich gedacht, es wird auch zwei Ausgaben geben, so viele Fotos haben wir schon. Natürlich haben wir jetzt schon viel mehr. Und jetzt in der 15. Auflage ist ganz eine spezielle Ausgabe, kann ich sagen, weil wir vor einiger Zeit von der Familie von August Melk eine relativ große Ansichtskartensammlung gekriegt haben. Er hat da Ansichtskarten von Freistadt, aber auch von der Umgebung gesammelt. 150 Stück hat die Gemeinde ganz billig erwerben können. Und jetzt haben wir den Kalender auch dem Gustl gewidmet, nachdem er so früher verstorben ist. Wenn man einblättert in den Kalender, dann findet man da, im Gegensatz zu der letzten Ausgabe, wo doch sehr viel auf Häuser konzentriert ist, eher die großen Ansichten. Die großen Ansichten von Freistadt zeigen, wie sehr sich eigentlich unser Dorf verändert hat. Nicht nur Freistadt selbst der Ortskern, sondern auch die einzelnen Parzellen. Wir haben den Bilder von der Felsenau, eine ganz schöne Lithografie aus ungefähr 1910, die wirklich noch zeigt, wie die Felsenau unverbaut ist, wo der Diehl durchgeflossen ist und das im Mittelpunkt ist. Dann genauso bei Zora, wo die ersten Häuser entstanden sind, den Sommerhäuser. Wir haben dann nachher Ansichten noch aus der anderen Parzelle von Fellagatergamp, bei Lü, wo der Weg ganz klein ist, am Lüger, wo man den sierten Rekolderweg noch als ganz kleiner Fußweg beispielsweise. Das sind jetzt nur ein paar Szenen, die ich da schildern möchte. Ich möchte so ein bisschen Lust drauf machen, dass man den Kalender auch gekauft geht. Wir haben, ich habe jetzt auch die Grossauflage so gesehen, der A3-Kalender, wir haben noch als A4. A4 kostet 13,90, A3 dann nachher 19,90. Und kaufen kann man der in der Bürgerservice-Stelle auf der Gemeinde und genauso beim Friseur Moll. Und später dann nachher auch im Fraschner Markt natürlich und auch wahrscheinlich beim Adventmarkt, wenn wir noch ein paar Auflagen dann nachher vom Kalender haben. Regelmäßige Einsatzübungen bereiten die Feuerwehr und die Bürger auf den Ernstfall vor. Wir haben eine Feuerwehrübung im Sozialzentrum begleitet und uns ein genaues Bild gemacht, wie ein Notfalleinsatz abläuft. Die Ortsfeuerwehr Freistand wird heute Abend beim Sozialzentrum eine Großübung abhalten. Beteiligt werden die Ortsfeuerwehren Freistands, Motten und die Drehleiter vom Feldkirch sein. Ziel der Übung ist ein realitätsnahes Beüben vom Sozialzentrum. Sozialzentrum ist ein wichtiges Gebäude. Es sind viele Menschen im Sozialzentrum und für Feuerwehren ist es ganz wichtig, solche Gebäude beüben. Es ist auch eine Pflicht der Feuerwehren, dass man solche Szenarien einfach beübt. Übungsannahme heute Abend ist ein Brandausbruch in der Kapelle. Der Brand droht auf das Dachgeschoss überzugreifen. Der erste Stock ist verraucht. Der zweite Stock wird auch vom Rauch in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Personal hat die Aufgabe, richtig zu reagieren, den Feuerwehren die Personen zu melden, die sich im Gebäude befinden. Und die Feuerwehren haben die Aufgabe, die Personen zu retten. Heute gibt es eine große Übung im Sozialzentrum in Freistand hier bei uns mit der Feuerwehr, mit der Rettung, mit der Polizei zusammen. Ganz wichtig für uns, das regelmäßig zu üben. Das gibt Sicherheit für die Mitarbeiter, was ist zu tun in so einem Notfall, gerade in so einem Haus wie bei uns, wenn viele Bewohner eingeschränkt sind, bettlägerig sind, um da einfach genug Sicherheit zu haben. Rauch im Sozialzentrum. Die Brandmeldeanlage löst aus. Jetzt heißt es, richtig handeln. Die anwesenden Mitarbeiterinnen des Sozialzentrums zögern nicht lange und folgen den vorgeschriebenen Schritten des Brandschutzplanes. Die Feuerwehr ist alarmiert und in wenigen Minuten ist die Einsatzleitung vor Ort. Lagebesprechung.
Kurz nach Eintreffen der Einsatzleitung kommen die anderen Einsatzfahrzeuge am Brandobjekt Sozialzentrum Frastanz an. Trotz dem sichtbaren Rauch im Freien ist die Koordination aller Einsatzkräfte für einen effizienten Rettungs- und Löscheinsatz absolut wichtig. Mit schwerem Atemschutz erkunden die ersten Feuerwehrmänner die Situation im stark verrauchten Sozialzentrum. Aufgrund von detaillierten Informationen der anwesenden Mitarbeiterinnen kennt der Brandschutztrupp den Brandherd bereits. Trotz schlechter Sicht kämpfen sich die Atemschutzträger bis zur Kapelle vor und suchen nach Verletzten. Draußen bringt sich die ebenfalls angeforderte Drehleiter aus Feldkirch in Position. Der Atemschutztrupp kämpft sich in der Zwischenzeit durch den dichten Rauch. Kurz darauf finden sie mehrere Heimbewohner, welche sich auf dem Balkon verschanzt haben und dort auf Rettung warten. Während die Rettung von Verletzten bereits voll im Gange ist, bereiten andere Einsatzkräfte den Löschangriff vor. Jeder folgt den erteilten Befehlen der Einsatzleitung bzw. der Zugsführer. Straßenseitig läuft die Rettung der Heimbewohner mit der Drehleiter. Gartenseitig werden die eingesperrten Personen abgeseilt. Eine effiziente Methode, welche jedoch genauso regelmäßig geübt werden muss.
Das Zusammenspiel der Hilfsorganisationen ist im Ernstfall lebenswichtig. Die geborgenen Personen werden von der Feuerwehr an die Rettung übergeben, dort erfasst und versorgt. Die Übung ist beendet. Alle Personen sind gerettet und das Feuer gelöscht. Einsatzbesprechung zwischen den Beobachtern und den verantwortlichen Dienstgraden der Hilfsorganisationen. Was lief gut und wo sollte nachgebessert werden? Alle gewonnenen Erkenntnisse dieser Übung können im Ernstfall Leben retten. Nach einem turbulenten Abend kehrt wieder Ruhe im Sozialzentrum ein. Übung beendet. Mit einem neuen Strecken- und Teilnehmerrekord veranstaltete der WSV Fellngatter kürzlich sein Pazora Bergradrennen. Erstmals fand auch ein Kinderradrennen statt. Wir waren für Sie mit dabei. Grüß Gott, liebe Zuschauer vom Dreischwester-Kanal. Ich darf euch heute begrüßen vom Pazora Bergradrennen. Veranstalter ist der WSV Fellngatter und neben mir steht der Harald Dohr, Hauptorganisator von dem Ganzen. Servus Harald. Servus, guten Morgen miteinander. Harald, was gibt es da heute? Was veranstaltet der WSV heute genau? Und erzähl mal ein bisschen über die Veranstaltung. Also das Pazora Bergradrennen hat heute seine vierte Ausgabe. Wir starten jetzt um 10:30 von Gampelündober. Da haben wir heute ganz neu eine Kinder- und eine Schülerklasse. Also da sind Kinder von 14 bis 10 Jahren, die von oben starten, also auf verkürzter Strecke, 4 Kilometer lang. Und ab 11 ist noch das Rennen von ganz Hunner von Frastatz. Das führt noch über 7 Kilometer von Frastatz bis zur Talstation vom Pazorelift bzw. zu unserem Skiheim vom WSV Fellngatter. Und wo liegen denn da so die Messlatte, wo liegt im Moment? Oder was haben wir da für Spitzenzeiten von den letzten Jahren? Also die Streckenrekorde sind nach wie vor gültig aus dem Jahr 2000, bei der ersten Ausgabe 2015. Da ist bei den Männern 22, 10, 12, so irgendwas, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und bei der Frau ist es eine 7 oder 28er Zeit. Wobei ich sehe, heute haben wir perfekte Temperaturen, es ist nicht zu warm. Ich glaube, dass heute Streckenrekorde fallen könnten. Jeder, der heute die Pazora bezwingt, ist herzlich eingeladen, ein großes Frastanzer Bier mit uns da oben zum Trinken. Wie hast du dich vorbereitet auf das Rennen? Also wir haben gestern vom Skifahren noch so einen Konditionstest gehabt und jetzt bin ich top vorbereitet auf das Radrennen. Und was fährt man denn da für ein Rad? Was fährst du für ein Rad bei dem Rennen? Mountainbike. Und wie hast du dich auf das Radrennen heute vorbereitet? Also ich bin davor ein paar Mal hochgefahren und gestern habe ich auch den Konditionstest. Fahrst du das erste Mal mit oder bist du schon mehrmals dabei gewesen? Ja, ich höre das erste Mal dabei. Kennst du die Strecke? Ja, die Strecke kenne ich vom Training. Einmal zumindest bis Gampelün auf. Gut, das fahren wir nicht so viel, müssen wir gleich wieder rein. Aber man kennt es aus, man weiß, dass es auf einen zukommt. Und bist du sonst auch ein Rennradfahrer bzw. einer, der Rennen fährt? Oder ist das jetzt eigentlich hier selten? Ja, also sonst fahren normal kein Rennen. Wenn man es einmal im Jahr ausgeht, so bergauf, fährt man irgendwas mit, um Mountainbike oder Triathlon. Oder wie jetzt hier, aber ohne Ambitionen auf die Zeit zu schauen.
Ja, das Bezora Bergradrennen ist gelaufen. Wir stehen hier im Zielgelände bei der Skihütte. Jetzt fragen die Zuständigen vom Verein, wie ist es gelaufen? Also für uns ist es sensationell gelaufen. Wir haben einmal einen neuen Teilnehmerrekord. Das mit 64 Finishern. Also 66 waren angemeldet, 64 Finishern. Und wir können schon vorwegnehmen, wir haben einen neuen Streckenrekord bei den Damen in einer Zeit von 26,57. Unglaubliche Zeiten. Sensationell, hat alles geklappt. Der Rennverlauf ist, glaube ich, auch gehörig abgegangen, oder? Ja, du, super gewesen. Die Polizei hat uns die Strecke abgesperrt, dass nichts passiert. Wir haben das gut organisiert gehabt. Alles super gelaufen, beste Bedingungen. Danke an Harry und sein Team, die das super organisiert haben auch wieder. Wir haben, wie gesagt, ein super Teilnehmerfeld gehabt. Alles perfekt. Und jetzt gibt es noch eine super Tombola für alle, tolle Preise. Tolle Veranstaltung mit dem Freistanz. Unsere tolle Bazora noch einmal erklären im Highlight. Toller Blick auch. Ich glaube, besser kann es nicht sein. Und dürfen wir noch die Spitzenzeit an den Fahrer von den verschiedenen Klassen? Selbstverständlich vorneweg. Die Preisverteilung ist natürlich noch nicht im Laufen. Das ist alles geheim. Also wir haben ganz starke Zeit mit 29 Minuten bei den Kindern weiblich. Wir haben 27 bei den Kindern männlich. Bei den Schülern 19 Minuten. Und dann haben wir noch die Schüler 2. Die sind die volle Strecke gefahren. Die sind in 27 Minuten raufgefahren. Tagesbestzeit waren 23,59 bei den Männern. Und wie gesagt, bei den Mädels super Zeit, Streckenrekord von 26,51. Sensationell, da könnt ihr stolz sein. Tolle Veranstaltung. Ist ja so geplant, dass sie in Zukunft oder nächstes Jahr wieder stattfindet? Also ich sage, so wie es heute gelaufen ist, alle super zusammengeschafft. Jeder, was oben ist, genießt das Freistandsbier, hat dann Spaß. Das Wetter wird jetzt so besser. Ich denke, der 5. Auflage im nächsten Jahr, am letzten Septemberwochenende wieder, am Samstag. Es ist eigentlich alles schon wieder so gut wie fix. Für heute sind wir am Ende von Frastans Aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!